Servus Leute, was geht ab und willkommen zum Black Ops Gameplay. Ich habe ja schon öfters gesagt, dass mich Black Ops mega ankotzt, das ist auch immer noch so. Aber wenn man in einer Party spielt und eine gescheite Lobby findet, dann, naja, dann ist es manchmal ganz okay, also macht es noch so halbwegs Spaß. Also auf jeden Fall, hier am Anfang habe ich noch ein bisschen Scheiße gebaut, weil davor alle Ghost gespielt haben. Und das hat mich schon ein bisschen angepisst, deswegen habe ich auch selber Ghost dabei. Und ich spiele hier mit den Abschussserien 348, das heißt Spionage, Konter und Blackbird. Also werde ich alle Kills mit der Waffe oder mit irgendwelchen Ausrüstungen oder so machen. Ja, solche Gameplays finde ich sowieso am besten, nicht nur mit Chopper Gunner, also man macht 10 Kills oder 11 Kills zu seinen Killstreaks und dann machen die Killstreaks im Endeffekt mehr Kills, als man selber mit der Waffe gemacht hat. Das mag ich nicht so. Zumindest nicht zum Anschauen. Also, ich spiele Ghost, wie ich gesagt habe, weil es mich aufgeregt hat, dass wir nur Ghost-Lobbys in Team Deathmatch gefunden haben. Und ich werde hier auf eine richtig, richtig nice Killstreak gehen, die man nicht so oft in Team Deathmatch schafft. Und wie ihr im Gameplay sehen werdet, dass ich mich eigentlich nur außen aufhalte von der Map. Moment, ich muss kurz Skype schließen. Ich meine nur in der Mitte von der Map, also ich laufe nie die Außenwege rum, weil wenn man die ganze Zeit einen Blackbird oben haben, dann sehen ja alle Teammates, wo die Gegner immer sind und dann, vor allem weil wir haben hier immer nur zwei, drei Gegner oder vier höchstens, weil alle immer Rage quitten, weil wir sie zu zerstören, da bringt es nicht so immer nach außen zu laufen. Deswegen lieber in der Mitte bleiben und gucken, wo die wieder neu spawnen. Ja, was gibt's denn noch? Ach ja, genau, dieses Spiel ist in Kino aufgenommen worden, weil ich eigentlich nicht gedacht habe, dass ich in Black Ops nochmal irgendwas Gescheites hinbekomme. Also ich habe davor aufgenommen ein paar Spiele, aber hatte ich keinen Bock mehr aufzunehmen und so. Und dann habe ich es, ja, dann ist es jetzt doch entstanden und dann muss ich es halt vom Theater mal abfilmen, was ich eigentlich nicht mache. Weil es dann manchmal rumlegt und manche Dateien gar nicht aufgenommen werden oder zur Hälfte abbrechen oder so. Ja. Deswegen mache ich es lieber live. Ich werde hier auch in dem Gameplay eine Farmers aufheben, was ich eigentlich nicht oft mache, weil ich die Farmers eigentlich gar nicht mehr mag. Die ist für mich viel zu stark, im Gegensatz zu den anderen Waffen. Und ja, ich hatte halt keine Muni mehr und wollte auch eine große Gunstreak machen, also nicht extra sterben, dass ich meine Killstreaks neu bekommen kann, weil das sowieso keine killenden Killstreaks sind. Deswegen musste ich sie aufheben. Hätte ich eine AUG oder eine Galil oder so gewonnen, hätte ich natürlich die aufgehoben, aber ja, war halt eine Farmers Lobby, wie jede zweite in Black Ops. Und was ich euch noch fragen wollte, ist das mit dem Rauschen. Ein paar von euch haben mir in die Kommentare geschrieben, dass meine Videos immer so rauschen, das habe ich ja auch gemerkt. Und falls jemand von euch weiß, wie man das entfernen kann, könnt ihr es mir mal bitte sagen. Ich hab's mal in YouTube eingegeben, da waren noch so ein paar Tutorials, wie man das wegmacht, aber dann habe ich das bei mir ausprobiert und dann tut es die ganze Zeit so quietschen und so komische Geräusche machen und ich weiß nicht, ob man das irgendwie auch anders machen kann, ohne dass es so komische Geräusche macht. Ich nehme mit dem Turtle Beach PX21, also Turtle Beach Air Force PX21 auf, falls ihr das irgendwie wissen müsst oder so. Okay, das wäre es zu dem Rauschen. Jetzt wollte ich noch fragen, ob jemand von euch, also ihr kennt ja bestimmt die Wiesen. Ich meine, wer die nicht kennt, der liegt auf dem Mond oder so. Also das Oktoberfest in München. Wollte ich fragen, ob ihr dort wart oder ob ihr auf einem anderen Fest wart, das irgendwie, also bei euch in der Nähe ist. Also ich bin mit einem Kumpel auf die Wiesen gefahren. Das war richtig geil. Ich wohne in Stuttgart und war natürlich auf dem Basen. Der ist, ja, in Stuttgart. Und heute, also am Wochenende jetzt nochmal, ist bei uns in der Stadt, ich wohne nicht direkt in Stuttgart, sondern in einer Nebenstadt. Und da ist jetzt Außenfest, das heißt Fellbacher Herbst. Also ich wohne in Fellbach und da würde mich mal interessieren, ob jemand von euch da auch hingeht. Jetzt kommen wir nochmal zum Gameplay. Und zwar, ihr könnt ja sehen, dass wir die Gegner hier richtig zerstören. Sie haben jetzt 7 Kills und wir haben 57, also das ist schon richtig nice so. So was gegen so Loser zu spielen und mit der gescheiten Party und so, das macht schon Laune.
Ja, jetzt gehen immer wieder die Themen aus, wie jedes Mal. Also wenn ihr irgendein Thema habt, über das ich reden sollte oder das ihr meint, das interessant wäre, könnt ihr mir das auch mal sagen. Dann kann ich das ja machen. Und wahrscheinlich werde ich in nächster Zeit noch ein paar Live-Commentaries in COD 4 und ME2 machen. Wahrscheinlich auch mit einem paar, also ein paar Dual oder Triple oder Quad-Commentaries mit ein paar Leuten aus meinem Clan machen. Also dem Painmind, dem Kaba oder dem Not a Normal Gamer. Und ja, muss ich mal gucken, was ich da so mache und so. Also das Gameplay ist jetzt auch bald aus, noch 6 Kills fehlen, glaube ich. Die Gegner haben insgesamt 9 Kills gemacht, das ist. Ja, naja. Also waren sicher nicht die besten Spieler, aber ich meine, die meisten Gameplays, die man hier auf YouTube sieht, sind gegen Noobs. Das ist eben normal, weil gegen Noobs bekommt man die besten Spiele. Ja, das Ganze ist jetzt auch gleich zu Ende. Und beantwortet mir doch meine Videofragen. Und wenn es euch gefallen hat, dann könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben und ein nettes Kommentar schreiben. Ihr könnt natürlich auch einen Daumen nach unten geben, aber dann bitte begründet, warum es euch nicht gefallen hat. Weil sonst bringt mir das nichts und ich kann nichts verbessern und so. Okay, jetzt nochmal kurz aufs Gameplay. Und zwar, ich glaube, unser ganzes Team hat keine einzige killende Killstreak reingerufen. Also alle Kills, die gemacht wurden, wurden mit der Waffe gemacht. Finde ich doch schon ziemlich nice, so ein Team Deathmatch zu gewinnen. Und jetzt, also ihr werdet gleich sehen, was für eine Streak ich hatte. Die war richtig, richtig nice. Ich glaube, das ist sogar die beste, die ich im Team Deathmatch jemals hatte. Und zwar ist es eine 29er Killstreak. 29 zu Iceman Score. Die zwei Deaths, die waren beide ziemlich dumm. Einmal habe ich ein paar Mal zu oft Dreieck gedrückt. Und das andere Mal war halt RCXDK. Jo, also wenn es euch gefallen hat, wie gesagt, Daumen hoch. Und bis zum nächsten Mal, haut rein, ciao.